Mit dem Samsung Galaxy S8 ist auch zum allerersten Mal Bluetooth 5.0 erschienen. Was Bluetooth genau ist und die Version 5.0 besser kann als die alte Version 4.2, erfahrt ihr in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Bluetooth wurde in den 1990er Jahren für die Datenübertragung zwischen Geräten über eine kurze Distanz entwickelt. Die Verarbeitung basiert auf einer Funktechnik namens WPAN. Interessant vielleicht noch zum allgemeinen Bluetooth-Wissen ist, dass der Name Bluetooth nach dem dänischen König Harald Blauzahn benannt wurde. Denn Blauzahn heißt auf Englisch Bluetooth. Mittlerweile kennen wir alle Bluetooth. Wir nutzen es, um unser Smartphone mit externen Geräten wie Bluetooth-Lautsprecher und Bluetooth-Headsets zu verbinden. Oder wir senden und empfangen jegliche Art von Dateien zwischen zwei Geräten. Doch leider kennen wir auch die Probleme, die uns Bluetooth beschert. Die Verbindung ist oft zu langsam und bricht oft ab. Es hat auch eine minimale Reichweite und bei einer Daueraktivierung saugt es den Akku schnell leer. Doch die Rettung soll nun gekommen sein. Seit neuestem ist mit dem Samsung Galaxy S8 auch Bluetooth 5.0 erschienen. Diese verspricht eine Reichweite von bis zu 240 Meter, also mehr als das Vierfache der alten Version. Aber nicht nur die Reichweite ist interessant. Auch die Geschwindigkeit soll doppelt so schnell sein. Bis zu 2 Megabits die Sekunde sind wohl möglich. Dies öffnet neue Türen. Zum Beispiel können dadurch Smartwatches besser mit dem Smartphone interagieren und auch Videotelefonate über die Smartwatch getätigt werden. Bluetooth 5.0 kann sich zudem mit zwei Geräten verbinden. So kann man ein Bluetooth-Headset und eine Smartwatch gleichzeitig nutzen. Dies war vorher nicht möglich. Außerdem wird eine Technik namens Low Energy Bluetooth auch auf großer Distanz unterstützt, was den Akku schonen soll. Ich stelle mir das so vor. Du arbeitest in einem Großraumbüro, hast eine Smartwatch und ein Bluetooth-Headset. Jetzt gehst du in ein Meeting. Statt dein Smartphone mitzunehmen, vergisst du es in deiner Schublade am Arbeitsplatz. Nun bekommst du eine Nachricht oder einen Anruf, welcher Meeting relevant ist, und statt den Anruf zu verpassen, nimmst du ihn entgegen und rettest somit das Meeting. Hinterher wirst du selbstverständlich als Held gefeiert und aus dem Meeting getragen, weil du ja Bluetooth 5.0 nutzt. Okay, ganz so krass wird es nicht sein, aber ihr wisst wohl, was ich meine. Du kannst in großen Räumen Nachrichten empfangen und telefonieren, ohne dein Smartphone mit dir zu schleppen. Das Smartphone kann sich somit wieder auf relevante Anrufe und Mails beschränken. Außerdem wird Bluetooth auch in der Industrie und der Medizintechnik genutzt. Ich denke, dort wird die Version 5.0 mit offenen Armen empfangen. So viel von mir zu Bluetooth 5.0. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Abo da und benutzt den Like-Button. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.